So, dann machen wir einfach mal alles hier an Schilf. Obwohl, er hat gerade gesagt, der Schilf kann unser Freund sein, indem wir nur von einer Seite angegriffen werden können. Wenn wir jetzt das ganze Schilf hier platt machen, können die uns von allen Seiten angreifen. Also halten wir uns mal an den Wänden. Also die Gebiete, die wir nicht einreißen können. Und schauen, wo wir rauskommen. Ich höre so ein komisches Geräusch im Hintergrund, so ein Dürr, Dürr. Sollte wohl irgendein Monster sein. Stacheln mitten im Schilf. Du wirst hier verrotten. Ah, Gegner. Vorgreiter, wie cool. Knie nieder, bevor du stirbst. Nein. Oh, Heiltränke. Heiltränke hinterlassene Gegner sind immer gut. Aber wir sollten unser Schild benutzen. Hm? So, wir sind raus aus dem Schilf. Und die sterben auch einigermaßen schnell. Naja. Hält sich in Grenzen eigentlich. Da kommt der nächste. Lebenspunkte sind zwar schon auf die Hälfte runter, aber wir können gleich mal gucken, wie viel Heilung das bringt, wenn wir den Stab benutzen. Da habe ich vorher nicht wirklich drauf geachtet gehabt. Na komm, stirb. Stirb. Wir wollen uns heilen. Also, wir haben jetzt 60 Lebenspunkte ungefähr. Und 406 Mana. Wir haben 70 Mana verbraucht. Das ist eine ganz schöne Menge. Und dafür 60 Lebenspunkte bekommen. Das ist doch ordentlich. Machen wir den nochmal. Und dürften auch schon wieder voll sein. Ja, doch, der Stab ist auf jeden Fall praktisch. Ich muss jetzt immer dran denken, ihn anzulegen und danach wieder abzulegen. So, da ist schon der nächste Gegner. Knie nieder, bevor du stirbst. Chuck, chuck. Nein, nicht das Schilf angreifen. Den Ork angreifen. Auch wenn das kein Vork ist, auf dem der Ork reitet, sondern eher so eine Art Säbelzahnwolf. Na gut, gehen wir erstmal das ganze Gebiet ab, das kein Schilf hat, und danach bahnen wir uns einen neuen Weg. Also wieder am Stein lang. Ich werde dir den Garaus machen. Ah, das sind viele Vorks. Was ist eigentlich die Mehrzahl von Vork? Vorks? Vorge? Vorgen? Oh, auf jeden Fall ist die Mehrzahl weglaufen. Oh, ich habe gerade rückwärts Schilf eingetreten. So, Heilung und hoffen wir mal, dass die Orks währenddessen nicht rennen können. Ah, das ist schon der erste. Also, du stirbst jetzt ganz schnell. Und dann heilen wir uns noch ab. Aber bisher gefällt mir der Dungeon. Die Gegner sind schön knackig, droppen teilweise Heiltränke und man kann sich selbst einen Weg bahnen. Heißt, wir werden hier nicht ewig lange drin hocken. Und schon wieder Schild vergessen. Und bringen wir die anderen beiden Orks um. Nieder, bevor du stirbst. Zurück. Haben wir eigentlich letztens schon einen Waffenpunkt bekommen? Ja, ne? Also im Baum noch. Ja, dauert noch eine ganze Ecke. Magie sind wir gerade mal auf der Hälfte. Na gut. Du bist schwach und unbeweglich. Na okay, ist auch unser dritter Vorkreiter, den wir hier gerade bekämpfen. Da ist das verständlich. Und noch ein Heiltrank. Schön, schön. So, war's das jetzt? Hinter den Stacheln könnte es noch weitergehen. Und wenn es da nicht weitergeht, dann bahnen wir uns wieder den Weg. Nö, geht's nicht. Also, hier ist die Steinwand. Knie nieder, bevor du stirbst. Okay, ein Ork hat uns gesehen, obwohl wir ihn nicht sehen können. Oh, gleich ganz viele von denen. Ich werde dir den Garaus. Ah, warum reiten die durch ein Schilf? Das ist nicht gerade sehr produktiv.
Ich werde dir den Garaus machen. Können wir dich da reinlocken? Nee, schade. So, schnell wechseln. Heilen und hoffen, dass der andere nicht schnell genug rankommt. Wow, das war mehr als die Hälfte unserer Lebenspunkten. Ja, der Stab ist cool. So, stirb. Oh, apropos sterben. Wir könnten ja auch mal wieder so einen Rasereitrank trinken. Wir haben eh keinen Mana zum Heilen. Sogar beim Trinken kann er uns angreifen. Ja, das geht doch gleich viel schneller. Ah, ein Drittel der Lebenspunkte mit einem Schlag. So muss das laufen. Wir müssen zwar ein, zwei Heiltränke jetzt trinken, aber das passt schon. Und wir schnetzeln uns einfach durch die Horden von Reitern. Muahaha. Ja, oder so ähnlich. Muss nur immer ein Auge auf die Lebenspunkte behalten. Denn die gehen doch schon arg runter. So, den auch noch, den auch noch. So, das war's auch in diesem Gebiet wieder, wollte ich gerade sagen, aber nicht ganz. So, den trinken wir doch gleich und weiter, solange die Raserei noch hält. So, dann gehen wir mal zurück nach Süden, bis wir die Steinmauer wiederfinden. Da ist die Steinmauer. Oh, da war ein Gegenstand. Ein Skarak? Soll wohl Skarabeus heißen. Obwohl es eigentlich ein Skorpion ist. Wir haben einen Skorpion auf der Hand. Okay, es wird wohl irgendein Questgegenstand sein. Den nehmen wir einfach mal mit. Ich werde dir und ja, mehr Gegner. Komm, Heiltrank. Heiltrank. Sonst muss ich gleich wieder pausieren und ich will nicht pausieren. Ah, ich höre noch einen. Da bist du ja. Zwei. Zwei ist nicht gut. Drei ist auch nicht gut. Komm, Heiltrank. Ah. Komm, wo ist dein Kumpel? Wer hat denn einen Heiltrank? Sonst muss ich pausieren. Ah, besser pausieren als laden. Hm? Ja, das war's an Heiltränken. Ärgerlich. Na gut, kleiner taktischer Rückzug. So weit dürften die gar nicht kommen. Und die Raserei ist weg. Na gut, dann pausiere ich jetzt mal kurz und wir sehen uns wieder, wenn wir wieder volle Lebenspunkte haben. Bis gleich. Das Piepen rausschneiden. So, da wären wir auch schon wieder. Dann kümmern wir uns mal... Das Schiff ist wieder zugewachsen? Oh, okay. Also so lange habe ich dann doch nicht pausiert. Das waren eigentlich nur 5 bis 10 Minuten. Aber okay. Also kämpfen wir uns dann nochmal durch. Aber das ist echt ein cooles Feature. So. Hier waren noch zwei Walkreiter. Walkreiter? Genau. Die sprechen übrigens mit einer ganz schönen menschlichen Stimme. Das hätten sie ein bisschen gutturaler machen können. Also halt wie bei Warhammer 40.000 Yorks. Wo man vor lauter Grunzlauten und Bassgedröhne kaum noch was von der Stimme versteht. Und nein, ich mach jetzt keinen Ork nach. So. Stirb. Boah, schon wieder auf die Hälfte der Lebenspunkte runter. Ja, meine anfängliche Einschätzung, dass die doch recht einfach sind als Gegner, war absolut falsch. Also, eine Astheilung. Oder auch zwei. Und dann müssen wir mal gucken. Weil wie erforschen wir jetzt den ganzen Dungeon, wenn das... Wow. Fast komplett Heilung.
Also wir erforschen wir den ganzen Dungeon, wenn das Schilf nachwächst. Na gut, wenn alle Gegner tot sind, kann ich einfach alles abgrasen. In einem Rutsch quasi. Nur um sicherzustellen, dass wir hier nichts vergessen. Also ja, das geht nach dem Plan. Erstmal alle Gegner töten und dann das ganze Schilf quasi abbrennen. So, was? Na, so groß ist das hier doch nicht. Aber wir wollen zurück zu der Mauer. Stacheln, okay. So, hier rum. Da noch mehr Stacheln. Weil er meinte, im Nordwesten ist er aus. Was zur Hölle? Das ist ein Gegner, okay. Vielleicht ein zäher Gegner. Und er schmeißt ein Feuer um sich. Da haben wir doch Tränke dafür. Irgendwann müssen wir die ja mal benutzen. Trank der Feuerwiderstand. Elixier der Feuerresistenz. Gut, gut. Und Beweglichkeit. Irgendwas, was permanenten Schaden macht. Also durchgehenden Schaden. Das wäre noch ganz schick. Trank der Ausdauer. Magische Verkleinerung. Der hebt noch Magie auf, ne? Und das ist ein magisches Wesen. Probieren wir mal. Ach, so geht das nicht. Nö, hat nichts gemacht. Aber wenigstens unser Trank noch da. Das hätte nämlich auch passieren können. Dass das irgendwie als Verzauberung gilt und dadurch die Verzauberung aufgelöst wird. Aber na gut, dann müssen wir das Ding halt einfach tot prügeln. Der Schaden ist aber nicht wirklich weniger geworden durch den Feuerresistenztrank. Lebenspunkt hast du noch, ist gleich tot. Komm, stirb, ihr psychedelischen Kugeln. Ich will keinen Heiltrank trinken. Stirb, 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 stirb. Oh, eine Goldmünze. Die man nicht aufheben kann. Komische Münze. Na gut, eine Stabheilung. Gucken, wie viel sie jetzt wird. Da waren wir eben und... Oh, Hälfte ungefähr. So. Also, da ist die Mauer. Gehen wir hier rum. Da ist irgendwas. Noch ein Skarak. Also noch ein Skorpion. Ich werde dir den Garaus machen. Aber die Skorpione erinnern mich irgendwie an eine Sammelquest aus den einschlägigen Online-Rollenspielen. Sammel 10 Skorpione und gib sie bei irgendjemandem ab. Ah, mal schauen. So, zack. Und wo ist dein Kumpel hin? Ich werde dir den Garaus machen. Mehrzahl. Na komm, boot, 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 boot. Ah. Ich werde dir den Garaus. Also die KI machen. Ist manchmal wirklich nervig. Läuft entweder weg oder bleibt einfach irgendwo stehen oder. So, jetzt komm da hin, damit wir einen Schritt zurück machen können, wenn du uns angreifen willst. Genau jetzt. So, das nehmen wir gerne mit. Dein Kumpel scheint nicht in der Nähe zu sein. Also Stabheilung. Es wäre interessant herauszufinden, ob wir dadurch vielleicht jetzt mehr Magie-Erfahrungspunkte bekommen, weil wir ja auch mehr heilen. Wo war das? Hier. Nee, da. Ja, vorhin, als wir das letzte Mal geguckt hatten, war es die Hälfte. Jetzt sind wir fast voll. Also kann man das annehmen. Das ist ja noch ein praktischer Bonus von dem Stab. Nein, nicht den Schilf hauen. Und nicht weglaufen, du bist so ein... Ja, wir sind ein heldenhafter Ork-Krieger und wir reiten auf einen Todeswarg und wir laufen einfach mal weg. Die sehen aber auch echt so ein bisschen aus wie Warhammer-Orks. Also mit den roten Schulterpanzern und den Stacheln auf dem Helm. Wer hat sich da wohl von wem inspirieren lassen? Knie nieder, bevor du stirbst.
Ja, aber die Sprache ist echt. Knie nieder, bevor du stirbst. Müsste doch irgendwas auf Latein murmeln, um das Ganze noch absurder zu machen. Stab in die Hand. Aber ja, allgemein ist die deutsche Synchro ja ganz okay bei dem Spiel. Nur manchmal ist es halt ein wenig komisch. So, Schild in die Hand. Stab weg. Und Ruf da. Mal gucken, ob dieses komische fliegende Blubberding ein einzelner Gegner war oder ob die hier noch öfters vorkommen. So wie die orangenen Affen in dem anderen Dungeon. Da dachte ich ja zuerst auch, das wäre irgendein Bossgegner. Und plötzlich waren die an jeder Ecke. Und dahinter ist gleich noch einer. Nicht, dass wir jetzt gleich schon wieder eine Pause machen müssen. Rückzug. Stab. Zack, zack. Aber ja, das geht recht fix mit dem Lebenspunkteverbrauch und dementsprechend auch Mana. Ohne Stab werden wir richtig aufgeschmissen. Den müsste ich alle 5 Minuten pausieren. Das ist schon ein echt komisches Spielprinzip, in dem quasi erzwungen wird, dass man immer wieder Pausen einlegt. Entweder das oder ich mache irgendetwas absolut falsch. Also klar, ich könnte öfters dieses Vor- und Zurückspringen-Spielchen hier machen, aber es ist ein wenig albern. Also mal einmal schlagen zurück, einmal schlagen zurück, einmal schlagen zurück, einmal schlagen zurück, schlagen, einmal zurück. Ja, so wird man wesentlich seltener getroffen, aber es ist komisch. Ah. Und selbst dann wird man trotzdem noch getroffen, wenn man zu schlechte Reflexe hat, so wie ich manchmal. So, Stacheln und bei seiner Wand lang. Ja, viele, viele Orks. So, können wir euch jetzt in die Stacheln locken? Währenddessen nochmal eine schnelle Heilung. Na komm, lauf nicht da lang, lauf hier lang. Aber irgendwie kommt der gar nicht angelaufen. Oh, genau du. Komm her. Nicht weglaufen, komm her. Sind zu schlau für sowas. Oder sie sind allgemein so programmiert, dass sie nicht in Stacheln laufen sollen. Was komisch wäre, normalerweise ist die KI, also selbst so eine einfache KI wie hier, so programmiert, dass sie den direkten Weg nimmt. Denn ist halt das Pathfinding immer das Problem. Oh, das schaut nicht gut aus. Also ja, vor und zurück Spielchen. Und zurück und vor und nicht drehen. Komisch, dass der Wolf nicht auch noch angreift. Das wäre übel. Also zwei Angriffe gleichzeitig quasi. Nicht gut, nicht gut. Nehmen wir mal einen Heiltrank. Und nehmen wir gleich noch einen Heiltrank, damit wir keine Pause machen müssen. Knie nieder, bevor du stirbst. Überall diese dämlichen Wolfsreiter. Ja, auf die Lebenspunkte sollte ich ein wenig mehr achten. Den Heiltrank nehmen wir auch noch und danach haben wir keine mehr, oder? Nee. Oh, aber wir können uns den Spaß machen, dieses Auge zu benutzen. Das war das falsche Auge. Eigentlich wollte ich das Auge benutzen, um zu gucken, wie viele Monster noch hier sind. Aber dafür war ja der Trank da und nicht das Auge. Aber gut, da ist noch ein Raum, da ist ein großer Raum. Da ist noch einer und die sind überall so kleine, aber es werden wahrscheinlich nur die Stacheln sein, die nicht eingezeichnet werden. Na gut, das Auge haben wir dann mal verschwendet. Nein! Aha! Ja, das war doof. Ach ja, also wir sind wieder da und die ganzen Wolfsreiter leben noch. Nochmal das Ganze. Dann können wir aber gleich so einen Berserker-Trank trinken. Das macht das ein bisschen schneller. Wie viel haben wir davon noch? 2. Nicht besonders viel, aber
Gut. Ja, der rote Hulk. Und jetzt knüpfen wir uns die alle vor. Ja, genau, lauf weg. Stirb, 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 stirb. Das nehmen wir mit. Du wirst hier verrotten. Ja, die Zeiten, dass wir Gegner one-hitten konnten, sind auch schon irgendwie lange vorbei. Du wirst hier verrotten. So, jetzt sind wir hier hoch und dann kamen gleich wieder drei. Aber ja, wirklich one-hitten konnten wir nie Gegner. Außer als wir die Wachen getroffen haben in der Burg. Also nicht in der Burg, sondern die Wachen aus der Burg in dem anderen Dungeon. Das war, glaube ich, unterirdische Stadt. Da gab es einen Bereich, wo die Wachen waren und die konnten wir mit einem Schlag umbringen. Knie nieder, bevor du stirbst. So. Oh, und das heißt, wir müssen dieses fliegende Kugelding auch nochmal töten, oder? War es in der letzten Aufnahme? Weiß ich jetzt gar nicht. Knie nieder, bevor du stirbst. Na gut, so oder so werden wir jetzt so schnell so viel wie möglich töten, bevor der Trank ausläuft. Ich werde dich auch noch. Ausmachen. Da müssen wir schon fast wieder auf dem Stand von vorher sein. Weil wir dieses ganze Rumgelaufen nicht gemacht haben, dieses Vor-Zurück-Vor-Zurück. So, Wand, an der Wand lang, Stacheln rum. Ah ne, da kommt gleich der Raum mit den neun, genau. Ihr stirbt jetzt auch noch schön schnell und dann sind wir auf dem Stand vor unserem Tod. Also wenn der hier tot ist. Vor dem dritten sind wir dann weggelaufen und rückwärts in die Stacheln rein. Was machst du mit deinem Schwert, komischer Typ? So, heilen wir uns kurz hoch. Danach speichern wir nochmal kurz ab. Und dann können wir uns den letzten vorknöpfen. So, ja, schön, fast voll. Mana auch noch fast voll. So können wir nachher in Ruhe weitermachen. Abspeichern unter LP. Wo ist die 9? Da ist die 9. LP 29.